Hallo, hier ist wieder Ronny. Und zwar ein separates Video über Netzautark bzw. wie Victron die ganze Steuerung, das Stromnetz über den AC-Sensor komplett auf Null hält. Das heißt, dass kein Bezug ist aus dem Stromnetz. Die Anlage lässt zwar Strom raus, weil wie gesagt eine Einspeiseanlage dahinter hängt. Das heißt, erst wird der ganze Strom im Haus selber verbraucht bzw. werden die Batterien damit erstmal versorgt, geladen. Und erst wenn das alles erledigt ist oder die Batterien voll sind, geht der Strom natürlich nach draußen. Das managt, wie gesagt, die ganze Anlage. Das bitte nicht vergessen. Vom Lars habe ich seinen Aufkleber bekommen. Da könnt ihr, wie gesagt, auch mal mit reinschauen auf dem Kanal. Das ist, wie gesagt, nochmal mein Balancer. 8S aktiv, alle Zellen miteinander verbunden und er kann 5 bis 10 Ampere balancieren, also Zellenausgleich machen. Deswegen das Pfeifen im Hintergrund, das ist halt immer, der tut immer irgendwas machen, der arbeitet, obwohl die Zellen relativ alle auf demselben Level sind. Und nein, die Kontakte sind alle isoliert mit einem durchsichtigen Schrumpfschlauch. Hier kann nichts passieren, weil es schon einige Anfragen sind, es könnte gefährlich sein. Nein, das ist ein Schutz drüber. Auch wenn man es nicht sieht. So, das ist jetzt wie gesagt die Anzeige von meiner ganzen Steuerung. Das ist jetzt abends 19 Uhr circa. Stromnetz ist dort immer auf Null gehalten. Das schwankt wie gesagt aber immer so hin und her. Das seht ihr an den ganzen Zahlen. Wenn man jetzt aber drinnen vergleichen würde mit dem Stromzähler, der steht auf Null. Er lässt also keinen Strom nach draußen, beziehungsweise jetzt aktuell nimmt er auch keinen Strom aus dem Netz. Akku ist jetzt bei 98%. Stromverbrauch mit dem Eigenverbrauch vom Quattro liegt jetzt bei 600 Watt. PV-Wechselrichter steht jetzt auf 63 Watt minus. Das hängt damit zusammen, hier hinten hängt die Beleuchtung auf der Phase mit dran. Ist wie gesagt alles bei mir einphasig. Oben ist nochmal aufgelistet separat 340 Watt. Jetzt seht ihr auch gleich mal, wenn ich einen großen Verbraucher anschalte. Jetzt sind wir bei 340. Jetzt schalte ich mal ein Heizgerät zu. Und jetzt seht ihr gleich den Sprung auf 2200 Watt. Das heißt, jetzt der ganze gebrauchte Strom oder Energie im Haushalt, seht ihr unten, jetzt sind wir bei 2400, 2500 Watt, 91 Ampere. Batteriespannung ist immer noch bei 26,3. Die wird sich auch nicht großartig verändern. Drin habe ich zwar nochmal eine separate Anzeige, die steht immer bei 26,5. Die verändert sich wie gesagt gar nicht, weil die Batterien sehr stabil sind. 1120 Amperestunden, 27 Kilowattstunden passen da rein. So läuft das System jetzt unter Last. Und ich beziehe halt keinen Strom aus dem Netz. Das macht die Anlage, wie gesagt, alles seit Februar. Das zeige ich dann in die Diagramme nochmal. Im nächsten Video stehe ich bei 0% aus dem Stromnetz. Ich habe zwar Strom rausgeschickt, den ich nicht mehr brauche, also den Überschuss, den ich nicht verwenden kann. Aber ihr seht selber, wir sind immer noch bei 2500 Watt, die jetzt gerade aus den Akkus rausfließen. Das ganze System wird wie gesagt gesteuert über das ESS-Programm von Victron. Einstellungen. Und dann gibt es hier das schöne ESS. Das ist die ganze Steuerung, was das Ganze managt. Hier sind jetzt verschiedene Einstellungen. Externer Zähler, das ist wie gesagt mein AC-Sensor, der drinnen nach dem Stromzähler sitzt. Einphasig bei mir. Das sind ein paar Prozente, die habe ich auf 10% eingestellt. Ist aber nicht erstmal relevant. Eigenverbrauch
Maximale Ladeleistung habe ich jetzt auf 2500 Watt begrenzt. Mehr brauche ich hier nicht. Man kann das auch hochnehmen, aber der Speicher ist so gut, das reicht mir völlig aus. Und hier ist jetzt der Button Netzsollwert. Hier kann man jetzt, wie gesagt, genau 0 einstellen. Da hat man aber immer noch Schwankungen, dass man doch eventuell mal, auch wenn es nicht relevant ist, 100, 50, 100 Watt aus dem Stromnetz zieht. Deswegen habe ich jetzt hier eine Messtoleranz minus 20 eingegeben. Das heißt, diese Anlage tut immer 20 Watt plus minus den Zähler korrigieren bzw. einspeisen ins Netz. Das Ganze kann man natürlich auch hochnehmen und könnte jetzt die ganzen Batterien über Nacht komplett leer fahren und alles ins Stromnetz einspeisen. Ist aber auch nicht erlaubt. Macht keinen Sinn, die Batterien mit sowas zu belasten. Und ist halt überhaupt nicht sinnvoll, sowas zu machen. So, was gibt es denn noch? Planmäßiges Laden, wenn wirklich mal jetzt der Fall eintritt, dass hier im Winter schlecht Wetter ist und du halt keinen Strom von den PV-Platten bekommst, dann kannst du hier einstellen, planmäßiges Laden. Da kannst du die Ladeleistung einstellen, wie viel Watt, und dann ziehst du den Strom aus dem Stromnetz. Das heißt, du gibst der Anlage den Befehl, dass er Strom ziehen soll, um deine Batterien halt wieder hochzutreiben, also beziehungsweise wieder voll zu machen, dass sie nicht immer leer dastehen. Zurück. Jetzt läuft sogar der Lüfter an vom Quattro, weil es wie gesagt immer noch 2000 Watt gerade erliefern muss, weil ich hier einen sinnlosen Heizer an habe. Aber es wird natürlich auch gleich schön warm hier. Das seht ihr wie gesagt nochmal hier an der Übersicht, Startseite. Wir fließen immer noch 2100 Watt. Und netzseitig seht ihr hier 0. Das sind halt die Messtoleranzen, die hin und her schwanken. Jetzt schalten wir das mal wieder aus. Jetzt seht ihr gleich, jetzt springt es wieder runter auf 350 Watt. Das ist der normale Verbrauch bei Fernseher, Kühlschrank und irgendwelche Beleuchtungssachen, Internet und. Heute muss ich natürlich dazu sagen, wir hatten heute den ganzen Tag übelst trübes Wetter. Es hat leicht genieselt. Trotz allem habe ich den Speicher heute aber voll bekommen mit meiner Anlage. Da stand er heute Nachmittag irgendwann bei 100%. Die Laderegler, seht ihr selber, hier sind jetzt wie gesagt drei Stück aufgelistet, sind aktuell täglicher Verlauf. Ertrag heute 1,6 kW. Das ist nichts, normalerweise steht hier 7, 8 oder 10 kW, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist. Der hat heute also nicht viel gebracht. Also alles, was die jetzt produziert haben, hat gerade mal mehr oder weniger meinen Eigenverbrauch gedeckt. Der Grundverbrauch im Haushalt, der liegt ungefähr bei 300 Watt, wenn jetzt nicht gerade irgendwelchen großen Verbraucher angeschlossen sind. 1,6 kW. Gehen wir mal auf den anderen. Sind ja drei Stück davon vorhanden, also täglicher Verlauf. Mal sehen, was der jetzt anzeigt. Gut, der hat 2,8 gemacht. Der ist anders ausgelegt. Andere Platten und eine andere Ausrichtung der Platten. Also knapp 3 kW heute produziert. Alles, was halt zu viel war, nimmt wie gesagt der Speicher. Ich habe heute aber auch nicht viel Strom nach draußen gelassen. Also heute wirklich den ganzen Strom selber verbraucht. Und der dritte Laderegler, was hat der gemacht? Täglicher Verlauf. Ja, hier noch weniger. 1,3 kW/Kilowattstunden. Ist nicht viel, aber meine Anlage hat es gut gemanagt. Stromverbrauch laut Zähler drinne ist wie gesagt bei 0. Das kann ich euch jetzt hier so jetzt nicht zeigen. Da müsste ich jetzt mit dem Handy in meine App reingehen. Hier sind mal Benachrichtigungen, wenn irgendwelche Fehler auftauchen. Wenn es so aussieht, ist, wenn keine Fehler hinterlegt, alles EO, Anlage hat super gearbeitet. Hier sieht man halt, mit so einer Anlage kann man komplett autark leben, den Strombezug wirklich auf Null halten, beziehungsweise nur Strom rauslassen. Wenn man jetzt keine Einspeisevergütung dafür bekommt oder es nicht angemeldet hat, wie es auch viele haben, ist es natürlich sinnlos, den Strom nach draußen zu schicken, davon habt ihr nichts. Außer ihr habt noch einen Zähler mit irgendeiner Scheibe, die sich dreht, die rückwärts läuft. Ich krieg's wie gesagt nur vergütet, da kriege ich noch meine 16 Cent pro Kilowattstunde, das habe ich in den anderen Videos ja auch schon gesagt. Bei mir macht es Sinn. Die ist komplett abgenommen, beziehungsweise jetzt die Anlage an sich, die PV-Anlage mit Einspeisung
und die Batterieanlage. Das ist quasi eine Nachrüstung, muss ich eine separate Abnahme dafür machen lassen. Ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber ich sage mal, es lohnt sich. Bei mir sind es, wie gesagt, 70 Euro, was die mir im Monat überweisen, was zu viel ist an Strom, also der Überschuss. Und wenn das der Sommer quasi gut läuft, dann sind es teilweise manchmal noch 200 bis 300 Euro, was die nachzahlen. Wie gesagt, Speicher, der jetzt hier dahinter hängt, sind aktuell noch 27 Kilowattstunden. Und der wird jetzt nochmal erweitert. Ich habe jetzt nochmal neue Batterien in China bestellt bei meinem Händler. Da kommen nochmal 7 kW dazu. Da bin ich dann knapp bei 35 Kilowattstunden. Und das sollte, wie gesagt, reichen. Die große Last ist jetzt, wie gesagt, weggefallen. Jetzt sind wir wieder bei 26,5. Und so sind die eigentlich auch die ganze Nacht. Die verändern sich gar nicht. Das halten die 3 Tage durch und dann geht, wie gesagt, die Voltzahl bricht dann langsam ein, die Kurve. Die Batterien arbeiten sehr stabil. Bin sehr zufrieden. Ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche anderen Sachen sehen wollt, zwecks Einstellung oder was auch immer, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich immer über ein Abo von euch. So verpasst ihr auch die anderen Videos nicht. Bestellt habe ich jetzt nochmal die LTO-Zellen, 35 Amperestunden, 6 Stück, mit Balance, also mit Balancer, Zellverbinder und die, was neu dazugekommen ist, sind die Halter, die schwarzen Dinger, wo die Batterien reingehangen werden, dass die ordentlich verbaut sind. Haben die jetzt inzwischen auch auf der Reihe bekommen. Ist über Blitzversand bestellt. Innerhalb von 5 Tagen sollten die hier sein, direkt von meinem Händler. Geld ist eingegangen. Verschickt ist es auch schon, da habe ich schon eine Sendenummer. Und nein, die Batterien sind nur für ein Video gedacht und sind auch schon an jemanden vergeben. Die sind quasi schon weg. Wenn ihr irgendwas brauchen solltet, könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. Ob es Batterien sind oder auch Sachen von Victron. Die meisten wissen das, die schreiben mich dann persönlich an oder über WhatsApp. Aber. Ja, was soll ich dazu sagen? So läuft es aktuell mein System. Bin sehr zufrieden. Die LTO-Zellen nochmal, die haben 30.000 Ladezyklen. 2,3 Volt. 30.000 Ladezyklen. Unvorstellbar. Das heißt, wenn man davon jetzt eine ordentliche große Anlage hat, die Batterien kriegt man wahrscheinlich überhaupt nicht kaputt. Echt geil. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.